Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, was vielleicht ein bisschen länger geht. Und zwar, wie ihr schon seht, ist mein Tempus Fugit bzw. No Time Likes a Present Saul von, wie hieß es, Modern Folk Embroidery, so gut wie fertig. Ich habe nur noch eine einzige Reihe und ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit, wenn es soweit ist. Und ich würde einfach sagen, ich werde jetzt hier die letzte Reihe sticken. Das sind nur blaue Perlen, also die habe ich hier oben schon. Und im Anschluss, ja, zeige ich euch das ganze Bild, also das Finish. Dann habe ich noch ein weiteres Finish für euch. Und ich habe dann schon das nächste Projekt. Da zeige ich euch aber noch nicht, was ich mache, aber ich zeige euch schon mal die Materialien dazu. Das machen wir dann am Ende vom Video. Ich würde jetzt vielleicht einmal den Zoom vielleicht auch feststellen. So. Und ich würde jetzt einfach mal loslegen, weil ich muss ja eine ganze Reihe sticken. Das ist ja, es geht ja auch nicht mal eben schnell in 2 Minuten. Und dann kann ich so ein bisschen erzählen. Ja, wo fangen wir an? Ich habe wirklich super viel zu erzählen und ich möchte heute oder möchte, muss, werde heute viele Videos aufnehmen, also mindestens. Also eigentlich habe ich vor, heute 4 Videos aufzunehmen. Also einmal das, was ich jetzt mache, das Finish-Video, sage ich jetzt mal. Dann wollte ich noch 3 Unboxings machen. Ja, ich hatte nämlich am Sonntag Geburtstag. Also heute ist Freitag, der 28. Juni, wo ich das Video aufnehme. Und ich hatte halt die vorige Woche Sonntag Geburtstag. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, vorher ein Video zu drehen, weil ich habe zwar Urlaub, aber die Tage sind halt super voll und wir haben so viel gemacht, dass ich einfach gar nicht groß dazu kam, irgendwie ein Video abzudrehen, weil ja, mein Geburtstag ist auch wieder so ein bisschen eskaliert, also im positiven Sinne. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich anfangen soll. Erstmal, als allererstes bedanke ich mich recht herzlich für die ganzen Glückwünsche, die mich auf allen Wegen irgendwo erreicht haben. WhatsApp, Facebook, sogar über YouTube. Vielen Dank dafür. Und ja, zum Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, an meinem Geburtstag sind wir morgens erstmal zu den Schwiegereltern gefahren, beziehungsweise ich bin meistens ja schon ein bisschen früher wach als mein Freund und ich hatte schon so einen kleinen Stapel Geschenke hier zu Hause stehen, so von Freunden, Familie und so weiter und so fort und das stand hier schon. Die Geschenke, die mir mein Freund geschenkt hat, waren halt alle bei den Schwiegereltern, weil er hat alles dorthin bestellt, damit das zu Hause nicht vielleicht doch mal irgendwie in meine Hände fällt oder so. Dementsprechend hatte ich halt alles hier zu Hause, was so auf Postwegen kam. Und das war schon ein kleiner Stapel, sag ich mal. Und bei den meisten Sachen, eigentlich wusste ich, was überall so drinne war. Weil ich habe es mir ja gewünscht. So, sagen wir es mal so. Ich habe mir zum Beispiel Gutscheine gewünscht von Nikis Zauberecke. Und da habe ich auch den einen oder anderen Gutschein bekommen. Und von dem Gutschein wiederum habe ich dann halt mir so ein paar Sachen, die ich dort bestellt hatte, dann gekauft. Dann habe ich bekommen mein Loki, also mein Tokareva, mein personalisiertes Bild. Da wusste ich ja schon, dass es da liegt, weil ich habe das ja mit der Bestellung alles abgewickelt damals. Also das, ne, wusste ich ja schon, dass das hier liegt. Also das war quasi so ein, ja, Geschenk an uns selbst. Oder an mich selbst. Von meinem Freund. Ich weiß gar nicht, wie ich das, ne? Ihr wisst. Und ja, ich habe halt die ganze Abwicklung gemacht, sage ich jetzt mal so. Das lag auch schon ein bisschen hier. Und ich habe gesagt, nein, das ist was Besonderes und das mache ich zum Geburtstag auf. Und ja, so war es dann auch. Dann habe ich von meiner Oma nochmal so ein Häkel-Starter-Set gekriegt. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte dazu schon mal ein Unboxing gemacht. Ich habe doch von Lanufaktur damals
das mit dem Wal gezeigt und so eins habe ich nochmal gekriegt, also genau mit der gleichen Aufmachung, nur halt mit einem Frosch drin. So, also vom Set her genau das gleiche, wie dann so ein Beutelchen mit Wolle und Anleitung und hin und her. Nur dass das halt ein anderes Motiv, Tierchen, Figur wird. Ja, das hatte ich mir gewünscht gehabt, das habe ich bekommen. Dazu habe ich halt noch ein paar Süßigkeiten im Paket gehabt. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, so also ein bisschen Schoki und so. Dann habe ich von meiner Schwester bekommen einen Diamond Painting Koffer und ein Diamond Painting. Das ist aber leider aufgrund von Komplikationen noch unterwegs. Da hat irgendwie, ich weiß nicht, ist das Schiff einmal falsch abgebogen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dauert es wohl noch, bis es ankommt. Also ich warte, stand jetzt noch drauf, aber ich weiß ja, welches Bild das ist. Das ist ein Motiv von Picchu Moon Art und das nennt sich Don't Touch My Burger. Ich bin ja ein riesen Burger-Fan und das Bild ist relativ klein, das ist nichts Großes und das ist ein Pinguin, der quasi so auf einem Cheeseburger liegt und halt so total, ich weiß gar nicht, ob er, also er ist auf jeden Fall sehr glücklich, der Pinguin. Also ihr werdet es vielleicht sehen, wenn es da ist, falls ich ein Video dazu machen sollte. Ich weiß noch nicht. Ja, dann also Koffer und Diamond Painting. Dann habe ich ja Gutscheine bekommen, was ich mir halt, also, ne, gewünscht habe. Nikis Zauberecke von Rina, Maria, Mine habe ich allen, Corinna habe ich Gutscheine bekommen von Nikis Zauberecke. Also da habe ich mich wirklich gefreut. Da konnte ich sozusagen meine ganze ja, restliche Bestellung größtenteils von auch bezahlen. Das war echt cool. Weil ich hatte schon vorher dort was bestellt. Das hat sie aber erstmal liegen lassen. Und ich habe gesagt, ja, warte mal, bis ich Geburtstag habe. Und dann, oder sie hat das vorgeschlagen, dann wird alles zusammen versendet. So. Ja. Dazu wird es dann auch noch ein Video geben. Dann habe ich ein ganz tolles Geschenk noch gekriegt von der lieben Corinna von Stickliesel. Liebe Grüße. Danke nochmal. Und zwar ein Perlenstickbild. Was ich aber auch wusste, was ich mir gewünscht habe. Und da das ja wirklich ein Geschenk ist, was sehr teuer ist, haben wir quasi vorab schon ausgemacht, dass wir uns gegenseitig ein Tokarewa-Bild schenken, damit wir einfach so ein bisschen gleich sind vom Preis, ne? Also das ist jetzt, das wird jetzt auch nicht immer vorkommen, ne? Das ist jetzt, ich sag mal, so eine Ausnahme gewesen. Wir beschenken uns nicht immer in diesem Budget, also das war einfach so abgesprochen. Sie hat ja im August Geburtstag und dann kriegt sie auch ein Tokarewa. Das liegt ja auch schon. Und deshalb, also das war sozusagen abgesprochen. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und dann gab es noch ein weiteres Tokarewa-Bild von meiner lieben Freundin Alex. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich alle. Und ja, da war dann auch ein sehr schönes Motiv drin, nämlich ein. Nee, ich will es noch nicht verraten. Nee, ich verrate es noch nicht. Ich mache ja noch ein Video, wo ich alle Geburtstagsgeschenke so ein bisschen zeige. Also ich werde es einmal aufteilen in Tokarewa, Nikis Zauberecke und Gecko. Gecko Rouge. Da war schon ein kleiner Spoiler. Ja, also dann habe ich von Alex noch ein Tokarewa-Set bekommen. Also hatte ich dann hier schon drei liegen. Also das Loki-Bild, also mein personalisiertes, das von Corinna und das von Alex. So, das ist ja eigentlich schon, also was heißt eigentlich? Das ist ja Geburtstag genug. Das sind ja schon Geschenke. Ja, ne? Was will man noch? Ja. Aber was ich schon gesagt habe, da war jetzt noch nichts irgendwie von meinem Freund dabei. Wir waren noch nicht bei den Schwiegereltern, wir waren noch nicht bei unserem Kumpel. Dann ging es weiter. Wir sind dann zu den Schwiegereltern gefahren, morgens einen Kaffee trinken, was wir halt so machen, wenn wir Urlaub haben oder Wochenende, dann fahren wir mal zum Kaffee hin und ne, sagen wir Hallo. Ja, und dann gab es dort ja Geschenke. Natürlich gab es Geschenke. Ich habe mir aber was Bestimmtes gewünscht, wo ich eigentlich auch schon ein schlechtes Gewissen hatte, weil es wirklich teuer ist. Ist auch ein Tokarewa-Bild. Ich habe gesagt, wenn das zu viel ist, wenn es zu teuer ist, dann ist auch ein Gutschein mehr als in Ordnung. Ja, ich habe das Bild natürlich bekommen, plus
noch Geld obendrauf. Von den Eltern sozusagen. Und von der Schwester habe ich halt auch noch was bekommen. Auch ein Diamond Painting von Teenie Schnickschnack. Das war aber eins, das war mal so eine limitierte Auflage und das gab es nur noch bei eBay Kleinanzeigen. Und ich habe mal mit ihr dann darüber gesprochen, habe gesagt, oh, das hätte ich gern. Und dann hat sie das, glaube ich, irgendwie erstanden oder ersteigert. Und das habe ich dann halt zum Geburtstag bekommen. Also das war kein Bild, was jetzt aus dem Shop war, sondern das gab es nur noch bei eBay, weil das gibt es halt nicht mehr. Kann ich euch gleich oder nachher auch nochmal reinhalten. Ich habe hier die Coverminder dazu, dann zeige ich euch die Diamond Paintings. Die würde ich jetzt nicht abdrehen, weil das einfach, ich, ja, vielleicht irgendwann, wenn ich es mal mache oder so. Aber ich zeige euch auf jeden Fall die Motive dann. Ja, also gab es da noch ein Diamond Painting, was ein Vollstrassbild ist. Finde ich auch immer schön. Ich liebe ja Strasssteine, besonders wenn sie eckig sind. Ja, und dann kam mein Freund mit seinen Geschenken. Wir sind quasi hochgegangen. Die Geschenke waren im Büro von dem Papa. Da hat er die sozusagen aufbewahrt oder versteckt, gelagert, wie man es jetzt nennen will. Und dann stand das halt alles so auf dem Tisch und ich habe schon gesehen, oh, weil wir kennen ja alle die neuen Kartons von Gecko. Und ich habe schon so zwei davon gesehen und dachte, oh, was, ne? Also ich wusste halt direkt, oh, Gecko-Bilder, aber ich wusste nicht was. Also da, ich wusste nichts von dem, was er mir schenkt. Also es war alles, hat er sich selber ausgesucht, sage ich mal. Und ja, dann habe ich mit den Bildern von Gecko angefangen und auch die werdet ihr in einem Video sehen. Das ist einmal, vielleicht erinnert ihr euch an meine Midgard-Schlange, die ich habe, die eigentlich auch aussieht wie ein Drache, meine Schlangendrache. Ja, ihr wisst bestimmt, ne? Wo damals die zwei Farben gefehlt hatten. Oder waren es drei? Ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube zwei. Auf jeden Fall von der gleichen Designerin sozusagen ein. Ja, Gegenstück will ich nicht sagen, aber etwas im gleichen Stil. Ein Fuchs. Und dann noch auch ein Gegenstück zu einem Bild, was ich schon habe. Das heißt, ich glaube, Bosette oder Princess Bosette oder nur Bosette. Müsste ich überlegen, weil das eine habe ich schon. Das neue, was ich jetzt sozusagen von meinem Freund bekommen habe, ist auch wieder ein Gegenstück. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich einen Gecko kriege, weil er hat mir ja zu Weihnachten das eine geschenkt. Und ja, ich habe zwar angefangen, aber ja, ich habe halt noch nicht viel dran gestickt. Und er sagte schon immer, wann machst du das mal weiter? Und da habe ich gesagt, ja, ne? Mal gucken, weil das ist so das Erste, wo ich nicht mit Easy Count sticke und wo ich halt wirklich mit Lupe arbeiten muss, weil ich 28 Count sticke und 1 über 1. Und das ist für die Augen doch ein bisschen. Ja, also ich mache es mit Lupe, klar, aber das ist immer so ein bisschen, ja, viel Rumräumerei und so weiter. Aufwendig zu sticken, sagen wir es mal so, weil das ganze Bild ist wirklich ja, eigentlich nur eine Konfetti-Hölle. Aber es wird wirklich schön. Es wird wirklich richtig schön. Ja, und deshalb habe ich nicht damit gerechnet, dass ich ein bzw. zwei Gecko-Bilder kriege, weil er sagt ja schon immer, mach doch erstmal das und dann kriege ich zwei neue. Zu dem einen habe ich mir einen Stoff bei der lieben Mika bestellt, von Mika Stitch. Einen handgefärbten Stoff. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er da ist, weil sie erstmal Stoff nachbestellt. Ich habe mir nämlich einen Glitzerstoff 25 Count ausgesucht und den hatte sie leider nicht mehr da. Den färbt sie mir dann grau, hellgrau, mit ein bisschen etwas dunkleren grauen Akzenten, sage ich mal. Aber es wird ein grauer Stoff. So. Da werde ich ohne Hintergrund sticken. Erzähle ich dann aber auch nochmal, wenn ich das Unboxing dazu mache. Und dann habe ich noch zwei Leggings bekommen. Eine mit dem Triforce drauf, also von Zelda, die es kennen. Also ich sag mal eine Zelda-Leggings und eine Pokémon-Leggings, richtig cool, mit meinen beiden Lieblings-Pokémon drauf, mit Fukan und Akani. Und ja, die haben wir auch noch gekriegt. Und dann war da noch ein Umschlag. Ja, und dann habe ich diesen Umschlag aufgemacht und ja, dann habe ich eigentlich auch schon direkt angefangen zu heulen. Ich habe nächste Woche, also Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, genau in einer Woche, nächste Woche Freitag, einen Tattoo-Termin
Der ist schon vereinbart, der ist schon geklärt, da ist alles schon unter Dach und Fach. Und ich habe hier zu Hause auch noch einen Gutschein von Weihnachten liegen. Und dann habe ich halt diesen Umschlag aufgemacht und sehe halt schon den Namen vom Tattoo-Shop und habe dann halt gesehen, dass es ein Gutschein für ein Tattoo ist und drehe das halt um. Und dann stand dann halt drauf: Gutschein für Tattoo, Hand und Finger. Also, nächste Woche bekomme ich hier auf meine Hand die Pfote von Loki plus den Namen auf die Finger, eigentlich genauso wie da. Da ist der Pfotenabdruck von Nino mit dem Namen Nino, steht hier auf den Fingern. Und das wird hier genauso sein, plus Geburtsdatum. Und dafür habe ich einen Gutschein gekriegt. Das heißt, nächste Woche, das Tattoo ist so gesehen schon bezahlt. Ja. Und ja, ich glaube, man muss jetzt kein Mathe-Genie sein, um das irgendwie mal so grob hochzurechnen, was er da mir wieder geschenkt hat. Also alleine ein so ein Gecko ist ja schon, ne? Das ist halt, ja, ich habe dann einfach direkt angefangen zu heulen und gesagt, was ist nun los? Sagt er, ja, habe ich gesagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen und ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist, also ne, das Geld zu verdienen und dann kriege ich so viel und ja, naja, dann habe ich mich wieder beruhigt. Hab dann Mika angeschrieben, habe gesagt, ich brauche einen Stoff, weil ich gleich gesagt habe, oh, ich muss anfangen. Ich habe ja im letzten Video noch erzählt, oh, ich habe gar keinen Bock auf Kreuzsticken. So, und jetzt, wo ich dieses neue Bild habe, beziehungsweise sie sind ja beide toll, seht ihr ja dann, zeige ich euch, habe ich gleich wieder Bock gekriegt auf Kreuzsticken. Ja. Dann ging es weiter zu unserem Freund und seiner Freundin. Also gemeinsamer Freund von uns und Freundin. Und die sind noch gar nicht so lange ein Paar, unser Freund und die Freundin. 2 Monate, glaube ich, oder was. Und sie hat mir auch was zum Geburtstag geschenkt, was ich überhaupt gar nicht erwartet habe. Weil unser Kumpel fragte mich halt neulich, ja, was wünschst du dir? Und dann habe ich mir so ein Diamond Painting gewünscht, was im Sale war bei Tini Schnickschnack. Und dann hat er gesagt, ja, gut, okay, ne? Und ich bin halt davon ausgegangen, dass ich halt das Bild kriege. Und er hat mir dann was anderes geschenkt. Und zwar ein Perlenbrett von Thorsten, was ich mir aber eigentlich von meinem Freund gewünscht hatte. Was ich aber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das ist schon so lange her, dass ich da mit meinem Freund drüber gesprochen habe und ich habe gesagt, oh, das hätte ich gerne zum Geburtstag, weil ich weiß ja, dass ich das eine oder andere Drucker auf jeden Fall bekomme. Oder beziehungsweise das Loki und das von Corinna, das wusste ich ja. Weil ich sagte, oh, so ein Perlenbrett wäre toll. Und ich habe das einfach komplett vergessen. Ich war ja schon so reichlich beschenkt worden, dass ich habe da überhaupt nicht mehr, ich hätte das vergessen. Hätte ich es nicht gekriegt. Und dann habe ich halt diesen Karton aufgemacht und ich wusste gar nicht, was soll denn da jetzt drin sein? Also ein Diamond Painting ist es nicht, passt nicht von der Größe. Ja, und dann habe ich es aufgeklappt und dachte, ach ja. Ja, im Endeffekt hat mein Freund nämlich dann damals gefragt, was ich mir wünsche für unseren gemeinsamen Kumpel, Freund. Und ich habe es dann halt von ihm gekriegt. So. Also hatte ich dann das Perlenbrett, das kann ich ja mal, das liegt hier, ist jetzt noch nicht befüllt, da weiß ich noch nicht so genau, was da reinkommt. Ein Vulcano, also womit wir wieder bei Lieblings-Pokémon sind. Und das ist mit 50 Fächern, also 50, also zweimal 25er Fächer und einmal das 9er, das große. Also hat das insgesamt 59 Farben. Ja. Und ich habe das aufgemacht und dachte, ach ja, überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also bei den ganzen Geschenken, da habe ich schon den Überblick verloren. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Das, ja. Ja, und dann sagt er so zu mir, ja, mach mal die Augen zu. Sag ich, warum denn? Ja, mach doch mal. Ja, habe ich halt die Augen zugemacht und ja, mach wieder auf. Und dann stand die Freundin vor mir ganz stolz und hat mir so den Karton hingehalten, wo ich dann direkt wusste, okay, das ist das Diamond Painting, was ich mir gewünscht habe. Das heißt, sie hat mir dann auch was geschenkt, obwohl ich sie wirklich erst, vielleicht mal eine Handvoll Mal erst gesehen habe. Ja, meine erste Antwort, also nachdem ich mich bedankt habe und gefreut habe, habe ich gesagt, so, wann hast du Geburtstag? Damit ich sie dann natürlich auch zurückbeschenken kann, weil ich lasse mich da ja auch nicht lumpen. Ich übertreibe ja auch gerne mal, was Geschenke angeht. Und ja, das alleine, was bei uns Weihnachten immer los ist mit Geschenken, man sieht den Baum kaum mehr. Also mein Freund und ich lieben es halt, Geschenke zu machen. Und
Ja, dementsprechend eskalieren wir immer ziemlich dolle. Wir fangen auch meistens immer schon sehr früh an, aber wir mögen das halt, ne? Also wir finden es toll, Geschenke zu machen. Ja. Aber ich mag auch Geschenke. Also ich bekomme auch gerne Geschenke. Mein Freund gar nicht so, aber er freut sich dann insgeheim doch. Ja. Nee, also ich mag beides gerne. Ich schenke gerne, aber ich freue mich auch, wenn ich ein Geschenk bekomme. Ja, würde ich jetzt lügen, wenn ich Nein sage. Ja. Ich kann euch ja mal eben die beiden Cover Mine da dazu zeigen, zu den beiden Diamond Paintings. Dann habt ihr die wenigstens schon mal gesehen, weil da werde ich jetzt kein extra Video dazu drehen. Upsi. Das ist einmal. Der ist hier noch in der Folie drin. Ich packe das. Es knistert jetzt mal kurz. Einmal diese hier. Das ist so eine abgespacede. Ach, ich habe den Fokus gerade mal um. Moment. So eine abgespacede Roboter-Eule, sage ich mal. Das war das von der Freundin sozusagen. Was ich mir eigentlich von unserem Freund, Kumpel gewünscht habe. Das von der Schwester meines Freundes, wo ich gesagt habe, das ist ein kompletter Strassbild. Das ist. Ich krieg das. Nee. Das ist halt dieser Fuchs. Ach, diese Lampe. Das ist halt schwierig, weil das hier so oben gewölbt ist. Das kriege ich nicht gerade drauf. Irgendwo spiegelt es immer. Das ist halt auf jeden Fall dieser Fuchs. Komplett strassfarbend. Strasssteine. Ja, das sind die beiden Diamond Paintings, die ich gekriegt habe. Und eins ist, wie gesagt, noch auf dem Weg. So, das war jetzt dann bis Mitte des Tages, also bis 1 oder 2 Uhr alles passiert. Und dann sind wir noch alle zusammen in den Harz gefahren, in so ein Lokal zum Essen, wo wir ab und zu mal sind, so bei besonderen Anlässen. Da reservieren wir gerne mal einen Tisch. Was ist jetzt so eine Stunde Fahrt ungefähr von uns weg? Sind wir da zu viert hin, haben dann noch was Schönes gegessen. Ja, dann abends hat noch Deutschland halt gespielt, war noch Fußball, dann kamen auch noch mal zwei Leute vorbei, dann haben wir ein bisschen was geknabbert und gemütlich den Abend ausklingen lassen. Ja, das war dann mein Geburtstag. Also unglaublich viele tolle, schöne Geschenke. Auch nochmal vielen Dank an alle, die das jetzt sehen und mich beschenkt haben. Auch wenn ich wahrscheinlich schon 20 Mal Danke gesagt habe. Aber ich neige dazu, das wahrscheinlich immer ein bisschen zu oft zu sagen, aber lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Also, ja, das Problem ist, falls ihr so ein bisschen jetzt mal mitgezählt habt, zwei Geckos, wo ich auf jeden Fall schon weiß, welches ich beginne. Klar. Und dann haben wir nochmal viermal Tucker. Ich fange noch nicht vier Tokareva-Bilder gleichzeitig an. Das ist eines personalisiert. Das wird auf 25 Count gestickt, das mit Loki, weil ich das mit Nino auch auf 25 sticken werde. Dann die drei Bilder, also das von Corinna. Da weiß ich schon in etwa, wie es aussehen wird, weil dieses Bild hat Frau Tokareva neulich gepostet. Zwar noch nicht fertig, aber schon einen guten Teil gestickt, sodass man auf jeden Fall weiß, dass es schön wird. Und ich möchte halt unbedingt jetzt mal diesen neuen Stoff testen von Tokareva. Es gibt eine Person, von der ich weiß, die war nicht so begeistert davon. Und alle anderen, die den getestet haben bisher, die waren begeistert davon. Also ich mache mir da selber ein Bild. Also er soll halt so ein bisschen fester oder steifer sein, der Stoff. Gucke ich mir dann an, aber ich muss mich dann halt auch erstmal für ein Bild entscheiden. Aktuell habe ich ein Favoriten, aber das werdet ihr dann im Video sehen. Also ich werde euch die Tokareva-Bilder alle zeigen und ich denke mal, eins machen wir dann auf und gucken uns so ein bisschen die Perlen an, aber alle vier in einem Video und die werde ich wohl nicht aufreißen. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Naja, und dann gibt es ja noch die Geckos und die Bestellung von Nikis Zauberecke. Das ist auch ein sehr volles Paket geworden. Ja. Aber erstmal wird jetzt hier das Tempus Fugit beendet. Ich befürchte fast, dass der Faden nicht reicht. Oh. Ich muss bestimmt für das letzte bisschen nochmal einen neuen Faden dran machen, aber gut, okay. Ja, also nochmal zurück zu Tokareva. Da weiß, also ich habe zwei Bilder, wo ich noch nicht so wirklich weiß, welches ich anfange. Wobei das eine ist wirklich sehr, sehr, sehr groß, das wieder alles vorzubereiten.
Also ich habe eine leichte Tendenz, aber das sage ich euch dann in einem Unboxing-Video, welches es wahrscheinlich wird. Aber nagelt mich nicht drauf fest, es kann auch ganz anders kommen. Es kann auch ganz anders kommen. Ich bin sehr froh, dass jetzt der Tempus Fugit fertig ist. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann irgendwie traurig sind, dass ein Projekt zu Ende ist. Also total im Gegenteil. Ich habe das jetzt schon ganz oft gehört bei anderen Leuten, die sagen, oh, ich bin dann fast so ein bisschen traurig, wenn so ein Bild beendet ist, weil man hat ja so lange dran gestickt und dann ist es fertig. Habe ich gar nicht, weil ich freue mich einfach darauf, wenn es dann fertig ist. Und ich bin noch gar nicht traurig, dass es dann fertig ist, weil ich habe ja noch so viele andere Sachen, auf die ich mich auch freue, die ich dann sticken kann oder sticken werde. Deshalb bin ich da überhaupt nicht irgendwie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schlecht gestimmt oder negativ gestimmt, dass es fertig ist. Also überhaupt gar nicht. Ich freue mich, ich bin so froh. Alleine, dass ich dann auch wieder ein bisschen Zeit habe, 20 Perlen mit dem Faden, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe für ja, andere Projekte, neue Projekte. Ich habe ja gesagt, im Anschluss, wenn wir hier gleich fertig sind, zeige ich euch schon mal das nächste Projekt nicht, aber die Materialien dazu. Das wird aber wirklich nur so ganz zwischen Tür und Angel mal ein bisschen gestickt, mal eine Reihe hier oder so. Ich muss auch gucken, ob ich das so hinkriege wie geplant, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht werde ich auch nach ein, zwei Reihen sagen, so, nee, war eine blöde Idee, machen wir nicht. Ja, dann möchte ich ein Tokareva anfangen. Aber das mache ich auch alles erst, wenn meine Pflichtseite fertig ist. Ich habe nur noch 2 Tage, dann ist der Monat vorbei. Ich muss noch knapp 35 Reihen sticken, das schaffe ich bis Sonntag auf jeden Fall. Und wenn dann meine Pflichtreihe fertig ist, oh, da reicht der Faden doch. Wenn meine Pflichtseite dann fertig ist, dann kann ich mich dann auf Neues stürzen. Und ja gut, dann ist der neue Monat da, dann müsste ich wieder eine neue Pflichtseite machen. Die mache ich dann auch mal zwischendurch, immer mal so ein bisschen. Oh, jetzt wird es aber wirklich knapp hier mit dem Faden. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ich weiß halt auch nicht, wie ich den jetzt verknoten soll, wenn ich gleich hier keinen Faden mehr habe. Das wird aber jetzt aufregend. Die letzten Perlen. Aber ich muss noch eine Sache sagen bezüglich der Perlen. Eigentlich hätten sie ausgereicht. Ich habe die ja von Rita damals geschenkt bekommen. Und dieses Grau. Ich musste wirklich super viel aussortieren davon. Also das ist nicht mal alles. Ich habe erst später damit angefangen. Ich musste sehr, sehr viel von dem Grau aussortieren, weil dieses Silber innen so dick war, dass ich fast kaum bei einer Perle durchgekommen bin. Und zum Ende hin habe ich mir dann nochmal so einen 20-Gramm-Beutel bestellt, einfach aus Sicherheit. Und hätte ich das nicht gemacht, hätten mir die Perlen von dem Grau nicht gereicht. Blau ja, weiß ja, aber das Grau wäre nicht ausreichend gewesen. Leute, die letzte Perle. Also das Grau, das hat mich so doll geärgert. Ich bin so froh, dass das jetzt fertig ist. Ich zeige euch gleich, wie viel übrig geblieben ist. Ach nee, ich muss ja unten bleiben mit der Nadel. Ich zeige euch gleich, wie viel insgesamt übrig geblieben ist an Perlen. Schaut mal, ich habe es geschafft. Und dann nehmen wir das. Aber das Grau, ich habe wirklich die letzte Zeit nur noch geflucht. Das war nur noch ätzend, wirklich. Das, also die, so schön diese Farbe ist, der Grauton, nee. Also wenn ich nochmal bei meinem nächsten Projekt, was ich euch gleich zeige, wieder so ein Problem habe mit dem Grau, oder mit der Farbe, nicht mit dem Grau, mit der Farbe, dann werde ich mir eine andere aussuchen, weil ein Silbereinzug, wo man gefühlt durch jede Perle nicht durchkommt, nee. Das mache ich nicht nochmal, das war wirklich, oh, was habe ich geflucht? Also fragt mal die liebe Corinna, ne, vom Kanal Stickliese, was ich über diese Perlen gemeckert habe. Das musste sie sich immer anhören. Immer wenn ich irgendwie eine Sprachnachricht aufgenommen habe, habe ich gesagt, oh, diese grauen Perlen. Ich glaube, sie ist jetzt auch froh, dass sie sich das jetzt nicht mehr anhören muss. Aber ja, ich wollte auch noch was zu dem Tempus Fugit gleich zeigen für alle, die das auch sticken und noch nicht unten sind oder die oben angefangen haben und später unten sind, weil mir ist da eine Kleinigkeit oder ein Fehler aufgefallen, was ich geändert habe. Ich mache jetzt mal ein Knötchen und dann soll es das auch gewesen sein. Das zeige ich euch auch gleich. Und dann zeige ich euch das gesamte Bild.
Und mein zweites Finish, ich habe ja noch ein Finish, habe ich ja gerade gesagt. So, jetzt gehe ich hier nur noch ein bisschen durch mit dem Faden. Bin ich im Bild? Ja, halbwegs. Und dann ist das mein erstes, nee, zweites fertiges Bild auf 25K. Wobei das erste, was ich beendet habe, war ein Teilbild. Geschafft. Ich habe es geschafft. Wow. Wahnsinn. Oh, bin ich froh. Jetzt räume ich kurz die blauen Perlen weg, weil die werde ich behalten oder weiß nicht. Rita, willst du die haben? Und die weißen? Oder nicht? Oder doch? Also ich zeige euch das mal im Vergleich. Das Weiß, das sieht man jetzt schlecht wegen dem. Das ist das Weiß, da ist noch super viel drin. Da ist das Blau auch noch ausreichend, aber hier, also ich kann euch sagen, bestimmt die Hälfte von denen kann man nicht benutzen. Die fliegen jetzt auch so, wie sie sind, in den Müll. Weg, weg. Haben die mich geärgert. Wirklich. Gut, und jetzt möchte ich euch nochmal schnell was zeigen. Also das ist jetzt nur für die Leute interessant, die das sticken oder noch sticken werden oder sticken wollen. Ich versuche das auch kurz zu halten. Und zwar im unteren Bereich, im unteren Drittel. Es geht um diese blauen Perlen hier, die hier immer an der gleichen Stelle sitzen. Na, ihr seht ja immer, hier oben sind drei Perlen. Eins, zwei, drei, dann kommt eine blaue und dann zwei. Man hätte jetzt auch hier noch eine weitere blaue hinmachen können, dann wäre es genau symmetrisch. Dann hätte man oben zwei gehabt und unten. Also es wäre dann halt einfach nochmal ein bisschen symmetrischer gewesen. Das ist mir dann aber zu spät aufgefallen. Und zwar ist das auf der Anleitung nicht so. Ich kann euch das mal zeigen. Es ist jetzt sehr bunt. Die Reihe ist nämlich die, die ich hier so schön blau angemarkert habe. So, schaut mal. Die Perle hier zwischen, die ich euch gerade gezeigt habe, ist hier unten. Hier unten. Und hier unten. Es ist jetzt schon durchgestrichen, aber hier oben, wo ein X ist, war auch eine von den Perlen. Hier, wo ein X ist, war eine von den Perlen. Das heißt, ich hätte hier eigentlich zwei blaue untereinander machen müssen. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil warum? Wie sieht das aus? In der nächsten Reihe war dann das hier oben, die Perle. Dann war sie wieder hier unten. Also die ist immer mal oben, mal unten, mal zwei Perlen, mal eine Perle. Also die Leute, die das noch sticken und noch vor sich haben, vielleicht einfach mal gucken, dass ihr hier die Perlen, die Zwischenperlen immer irgendwie in die gleiche Höhe bringt, wenn ihr das wollt. Noch ein bisschen besser jetzt wirklich ausgesehen, wenn man jetzt hier die beiden blauen untereinander gemacht hätte. Geschmackssache muss man vielleicht auch nicht machen, aber von der Symmetrie her ist es dann doch ein bisschen schöner. Auch wenn man hier jetzt mal guckt, ihr seht das hier auch. Hier ist es einmal eine Perle, da kommt zwei, zwei, eine oben, eine unten, unten. Nee. Hat mir nicht gefallen, ist mir Gott sei Dank beim Sticken relativ früh aufgefallen. Deshalb habe ich das dann geändert. Ist halt eine Kleinigkeit. Müsst ihr selber wissen. Und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es passt gar nicht auf meinen Tisch. Tja, Moment, ich stehe mal auf. Oh, es ist geschafft, ich kann es gar nicht glauben. Wow, das kommt jetzt hier weg. So. Ja, das ist schon groß. Oh. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu laut. Ich war gerade mit meinem Kopf genau am Handy. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu laut reingebrüllt. War es doch ganz schön groß, wenn man das jetzt mal so ausgerollt sieht. Ich habe es ja immer. Ich zoome mal raus, soweit es irgendwie geht. Weiter geht es nicht. Also, ich habe sogar noch ein bisschen Stoff übrig hier unten. Das muss noch geföhnt werden. Das mache ich dann. Also hier geht's los. Ja, es ist doch ganz schön groß. Wow. Schaut mal. Das ist ja so ein Bereich, wo viele drüber fluchen. Dieses ganze Blaue, ne? Das ist schon ein bisschen viel zu sticken. Aber ist es nicht schön? Total toll geworden. Also nochmal, liebe Rita, vielen Dank, dass du mir das ermöglicht hast. Ich meine, jetzt ist ja mein Kaufstopp vorbei, ne? Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es mir nachträglich jetzt noch gekauft hätte. Obwohl es mir total toll gefällt. Aber dank der lieben Rita habe ich das hier sticken können. Gut, den Stoff hatte ich ja jetzt halt schon da gehabt.
Und das ist so schön. Ich weiß gar nicht, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, wann ich angefangen habe? Wartet mal. Start. 16.02.24, heute ist der 28. Ja, 4 Monate. Ja, 4 Monate. Eigentlich hat man ja 10 Monate dafür Zeit. Aber ich krieg's halt wirklich nicht ganz drauf. Der Bereich hier, also wo das viele Grau war, nee, das war wirklich. Oh, diese Perlen. Diese Perlen. Ich habe echt fast eine Krise gekriegt. Aber es sieht toll aus. Also auch die Farbkombination gefällt mir richtig gut. Ja, ich kann überhaupt nicht meckern. Mal sehen, wann, wie ich das einrahme, was für einen Rahmen, wo ich es hinhänge. Ich habe keine Ahnung. Erstmal muss ich hier das Blau ein bisschen noch rausfüllen. Aber ja, ich werde das fertige Foto, also ich werde dann im Nachhinein nochmal ein Foto machen und das bei der Gruppe Kunterbunt Mine bei Facebook einstellen. Da könnt ihr dann gerne gucken, wenn ihr möchtet. Das lege ich jetzt mal zur Seite, weil das ist jetzt fertig. Und dann zeige ich euch nämlich noch ein weiteres Finish, aber nur ein kleines. So. Weg damit. Oh, das hat aber auch Gewicht, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Und zwar, schaut mal. Tada! Meine Gänschen sind fertig geworden. So, schaut mal. Die habe ich ja hier von der lieben Corinna bekommen. Die hat sie ja mir über eine Kooperation damals mit bestellt, sage ich mal. Ein paar davon habe ich ja auch selber gekriegt oder mir über Kooperation ausgesucht. Aber die hier zum Beispiel ist eine, die ich von der lieben, oder diese Anleitung, Vorlage ist eine, die ich von der lieben Corinna bekommen habe. Und das ist ja wohl wirklich schön. Also ich habe ein Vorher- und Nachher-Foto gemacht mit Rückstichen, einmal ohne Rückstiche und einmal mit dem Vordruck und einmal ohne, weil das in diesen Gänschen war ein grüner Vordruck und das sah wirklich furchtbar aus. Und ich hatte so Angst, dass sich das nicht rauswaschen lässt, weil das ist mein allererstes Vordruckbild gewesen, was ich gewaschen habe. Und ja, also es war überhaupt kein Problem. Ich habe es erst einmal in Wasser eingelegt, habe so ein bisschen geschuppert und nö, 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 nö. Und dann habe ich dann noch mal ein bisschen lauwarmes Wasser genommen, so ein Tröpfchen Spüli rein, dann noch mal so ein bisschen, also hätte ich wahrscheinlich machen müssen, habe so ein bisschen gerieben einfach. Und da habe ich es kurz einfach in Ruhe gelassen und dann war es auch schon, ja, komplett alles ausgewaschen. Dann noch mal mit klarem Wasser abgespült, in die Sonne gelegt und dann war das ratzfatz hier fertig. Ja, ich habe französische Knötchen gemacht, schaut mal. Sie wurden dann besser, also da, am Auge, das war der erste, den ich gemacht habe, der ist ein bisschen klein geworden. Aber mit den Malen wurden die dann, glaube ich, immer besser. Ich glaube, ich wollte ja jetzt Perlen machen, aber ich denke mir, wenn ich mir das irgendwie einrahme oder da ein Glas drauf mache, dann ist es irgendwie doch besser, wenn ich keine Perlen nehme. Aber es kommt schön raus. Aber ihr glaubt nicht, es war doch ein bisschen zu sticken. Also mal eben an einem Tag oder so. Nie. Ich habe das immer zwischendurch bei meinen Schwiegereltern gestickt. Wir sind ja jede Woche Mittwoch bei den Schwiegereltern. Und dann habe ich immer mal hier so ein Stündchen und nochmal so ein Stündchen daran einfach gearbeitet. Und ja, jetzt habe ich es beendet. Es ist, glaube ich, auch erst seit gestern oder vorgestern. Ich glaube, vorgestern fertig. Ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Super süß. Ich freue mich aufs nächste. Habe ich auch schon angefangen. Die beiden Gänschen am Kamin. Habe ich auch schon begonnen. Und jetzt gibt es nochmal so einen kleinen Spoiler, beziehungsweise. Ich zeige euch mal, womit ich arbeite bei meinem nächsten Sampler. Also wie gesagt, das Bild zeige ich euch noch nicht. Aber ich kann euch ja mal zeigen. Perlen. Also wenn die so sind wie das Grau, hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Ein bisschen was an Perlen habe ich da. Das sind, glaube ich, 800 Gramm. 800 Gramm von diesem wunderschönen Blau mit Silbereinzug. Also. Und dann haben wir noch Schwarz. Ihr kennt Schwarz. Das ist ein Viertelkilo. Plus nochmal, ich glaube, das waren 600 oder 700 Gramm. Ich weiß gar nicht. Also. Das sind die beiden Farben, die ihr dann ausschließlich auf diesem Projekt sehen werdet. Oder in diesem Projekt. Schwarz und Blau. Das Bild selbst zeige ich euch noch nicht. Dann kommt die nächste Besonderheit. Und zwar, ich habe noch nie mit schwarzem Faden gestickt. Auf
Stoff, also auf ein Perlenbild. Und dann kommt das, die Herausforderung sozusagen. Schwarzer Stoff. Es ist 25 Count. Lugana, schwarz. Ist zugeschnitten, es ist kein Precut, der ist relativ groß, der Stoff. Wird nochmal größer als der Tempus. Und das wird wahrscheinlich ein Spaß. Zusammen mit dem. Aber guck mal, wie schön das hier auf dem Blau, auf dem Schwarz. Auf dem Schwarz. Ja, ich bin mal gespannt. Es gibt hier so ein paar Tricks, die man machen kann bei schwarzem Stoff. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe mir schon hier ein Marker, einen weißen Textilmarker geholt. Den kann ich mit Wasser ausspülen. Habe ich auch schon getestet an irgendeiner kleinen Ecke. Habe ich schon wieder rausgewaschen. Löst sich super. Man sieht ihn super. Und ohne mein Raster, also ohne meine Linien wenigstens nach unten, bin ich aufgeschmissen, gerade bei sowas hier. Also, das werde ich probieren. Das wird das neue Projekt. Ich verrate euch noch nicht, was es wird. Aber, ja, mal sehen. Mal sehen, wann ich es anfange. Erstmal wollte ich ja heute noch ein paar Videos für euch abdrehen. Ein paar Unboxings. Und wenn ich es dann angefangen habe, werde ich es euch mal vielleicht bei Gelegenheit in die Kamera halten. Weil ich glaube, im Video daran sticken ist ein bisschen zu schwer. Weil ihr seht ja, also schwarz ist ja nochmal... Schwarz ist ja halt nicht weiß, ne? Ja, also das wird das nächste Projekt. Ich bin ja vorbereitet, ne? Ich sitze ja niemals auf dem Trockenen. Ich habe ja auch noch nicht genug zum Geburtstag gekriegt. Da musste ich mir dann noch ein neues Projekt aussuchen. Ich kann euch so viel sagen, es ist ein Sampler. Und lasst euch überraschen, was es wird. Das Video ist doch jetzt ein bisschen länger geworden. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr freuen. Oder einen Kommentar. Sagt mir gerne mal, was ihr zu meinen zwei Finishes sagt. Was ihr zu dem neuen Projekt sagt. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.